Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Es geht mal wieder um Kaffee-Vollautomaten generell, um solche Automaten, die man eigentlich die meiste Zeit geschlossen hält. Also wenn man hier den Wassertank drin hat, Serviceklappe ist zu und ja, wie ihr seht, 27,5 drinnen. Das ist natürlich schon eine Temperatur, wo das hier anfängt, auch teilweise zu schimmeln. Und ich habe ein paar Tipps, wie ihr einfach euren Kaffeevollautomaten im Sommer pflegen könnt, beziehungsweise Schimmel vorbeugen könnt, damit er im Herbst oder Winter nicht hier eine böse Überraschung bekommt. Und wen das Ganze interessiert, der kann gerne dranbleiben. Weiter geht's nach einem kurzen Intro. Ja, wie eingangs erwähnt, wenn die Temperaturen zu Hause richtig ansteigen, sind alle Dinge am Kaffeevollautomaten, die mit Wasser in Berührung kommen, schimmelanfällig, zumindest mal keimanfällig. Nicht immer liegt hier ein Schimmelfilm drauf. Man sieht es meistens in erster Linie an den Tabs hier in diesem Tresterbehälter. Und was man hier einfach machen kann, um den Ganzen ein bisschen vorzubeugen, das erkläre ich euch jetzt. Zumindest mal die Brühgruppe dürfte ja kein Thema sein. Im Winter verlange ich das nicht von allen, dass die hier täglich sauber gemacht wird. Man sollte aber vielleicht in den Sommermonaten einfach mal aufpassen, dass man die schon alle 2 bis 3 Tage, wenn man hier seinen Vollautomaten häufig nutzt, sauber macht. Denn wir haben hier oben diesen Tresterhebel, das heißt, da wird der ganze Pad ausgeschleudert und hier setzt sich immer wieder Kaffeereste, setzen sich hier fest durch die Kaffeeöle und dann wird das fest. Dann schweißt sich das faktisch auch so ein bisschen ein, wenn wir das nicht sauber machen. Deswegen hin und wieder einweichen und dann einfach hier unten rein und die Hebel bewegen. Wie man eine Brühgruppe sauber macht oder zerlegt, habe ich unten auch noch Videos in der Infobox. Da könnt ihr auch noch Wartungsvideos sehen, wie man entkalkt oder wie man sauber macht oder in den Service-Modus bei der EKAM 22110B reinkommt. Das ist ja jetzt die Prima Donna Soul, aber bezüglich Brühgruppe ist das bei allen gleich. Hier heißt es einfach pflegen, 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 weil das ist das Herzstück. Hier ist euer Kaffee praktisch dann auch versaut, wenn ihr hier wirklich euch den Mock durchzieht. Das kann man gerne über Nacht in so einer Schüssel liegen lassen. Ihr seht es jetzt nicht, da sind so ganz kleine Kaffeestückchen drin. Und jetzt meldet sich auch schon wieder die freundliche Dame im Hintergrund. Ja, und wenn wir dann am nächsten Morgen einen Kaffee beziehen wollen, dann macht der Erste einfach hier diese Brühgruppe oberflächlich ein bisschen trocken. Muss jetzt nicht sein, weil die kommt ja sowieso gleich mit Wasser in Berührung. Und dann kommen wir zum zweiten Thema. Was wichtig ist, dass man auch abends den Wasserbehälter, den Wassertank mal hier ausleert, frisch ausspült, kopfüber hinstellt und hier wirklich alles offen lässt. Also der Tresterbehälter ist draußen, hier die Serviceklappe seitlich ist offen. Wir können auch noch oben hier den Einschubfach für Pulverkaffee, wo man hier auch teilweise dann aufs Mahlwerk bzw. auf die Brühgruppe schaut, können wir offen lassen. Das Bohnenfach nicht, weil da geht ja Aroma verloren, aber ansonsten alles öffnen, auch hier die Klappe, ja, die kann man aufmachen, die hatte ich jetzt vergessen, aber wie gesagt, dass hier alles gut durchgelüftet wird. Dann kann man am nächsten Morgen einfach hier die Brühgruppe wieder reinmachen, wer das schon ein paar Mal gemacht hat. Klack, das obligatorische Klicken und dann einfach den Tank wieder frisch befüllen. Hier nutze ich auch immer das Maximum beim Tank und zwar ist das immer so ein Lesezeichen, das ich mir setze, wenn das Wasser anzeigt, es ist kein Wasser mehr vorhanden, bitte auffüllen, dann weiß ich spätestens, jetzt habe ich es falsch rum reingemacht, jetzt muss ich mal wieder hier meine ganze Angelegenheit sauber machen und das ist immer so eine Hilfestellung oder halt auch für den Trester, ja, wenn es anzeigt, der ist hier zum Ausschütten, da heißt ja dann meistens kombiniert, hier diese Abtropfschale ist dann voll und auch die Trester sind zu viel. Das ist ja diese Technik hier bei der Primadonna. Ich finde das jetzt nicht so ein großer Vorteil, aber die haben es gemacht. Das auch ruhig mal abtropfen lassen hier. Und dann noch der letzte Tipp, was man hier bei einem Tresterbehälter machen kann. Ihr nehmt euch einfach so ein Küchenpapier und legt das hier unten, wo die Tabs drauf fallen, diese Pads, dieser gepresste Kaffee, wo der drauf fällt. Ja, dann legt ihr das gerade unten rein, schaut, dass hier an den Seiten nichts übersteht und dann habt ihr das so. Und wenn jetzt der Pad von der Brühgruppe freigegeben wird, das heißt, er fällt runter in diesen Behälter rein, ist immer ein bisschen Restwasser mit drin. Und das Restwasser fließt dann an diesem Pad raus, beziehungsweise mit dem Pad runter und wird von diesem Küchenpapier aufgesaugt.
Das ist immer eine gute Sache. Also ich hatte noch nie hier bei meinen Kaffeepads Schimmel und irgendwelche Ansätze von Bakterien oder sonst irgendwas. Und dann ist das wirklich klasse. Natürlich kann man auch hergehen und kann sich das Küchenpapier sparen und leert einfach jeden Abend, nachdem man tagsüber den Kaffee bezogen hat, leert man einfach seinen Resterbehälter aus. Das kann man natürlich auch machen. Aber das sind wichtige Dinge. Macht das bei eurem Vollautomaten. Ihr habt es dann spätestens, wenn der Kaffee nicht mehr schmeckt oder wenn einfach irgendwann mal einer auch hier diesen Resterbehälter rausmacht und kriegt einen Würgereiz. Das ist nicht schön. Ansonsten war es das jetzt mit den Tipps für die heißen Tage. Wer auch hier gerne einen 60 oder 70 Grad heißen Kaffee trinkt, ich mache das auch gerne. Aber da muss man sich dann halt auch überlegen, ja, dieses Wasser ist so heiß, dann haben wir noch 27 Grad in der Bude, da müsst ihr was machen. Das war's jetzt. Ich würde mich über einen Daumen hoch freuen. Schreibt mal eure Tipps in die Kommentare. Habt ihr vielleicht was anderes, was ihr hier im Winter macht mit euren Vollautomaten? Auch über neue Abonnenten freue ich mich immer. Aktiviert die Glocke, da verpasst ihr keine weiteren Videos. Hier bezüglich Vollautomat, bezüglich MCC, den seht ihr jetzt nicht hier. Und ja, auch ein bisschen Technik. Bis dann hier auf Kais Kanal.